Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Starbound. Und in Starbound möchte ich mit euch gemeinsam das Spiel erkunden, die Planeten erkunden, auf denen wir runterkommen, gemeinsam das Spiel erforschen, gemeinsam, ja, wie soll ich sagen, hier das Spiel so ein bisschen kennenlernen. So ein paar Sachen werden euch bekannt vorkommen, wie zum Beispiel die Mission, wo wir eben diesen Storage durchsuchen sollen wegen dem Matter Manipulator. Das kommt euch wahrscheinlich bekannt vor aus meinem Staubfrei, was ich ja schon gemacht habe. Ich habe einen neuen Charakter erstellt, das heißt, der hat eine andere Welt. Und der steht hier auf seiner Beam-Plattform, habe ich mittlerweile rausgekriegt. Das ist keine Stasis-Kammer, sondern eine Beam-Plattform und ja, hier durchsuchen wir die Welt und finden natürlich hier auch unseren Meta-Manipulator. Das haben wir ja alles schon so kennengelernt. Mal gucken, ob sich hier irgendwas unterscheidet von dem, was wir beim letzten Mal hatten. Wheat Seed, hört sich interessant an. Hatten wir schon mal. Corn Seed. Corn Seed ist was anderes. Wir hatten das letzte Mal Banana Seed. Broken Heroes Word. Okay, das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Und das ist, glaube ich, ist das ein Einhänder? Ne, zwei Hände. Okay. Und dann haben wir noch Fackeln. Das ist sehr schön. Dann haben wir die Quest completed, kriegen dafür 10 Pixel. Und ja, Pixel ist, glaube ich, sowas wie eine Währung. Und wenn wir sterben, kriegen wir auch Pixel abgezogen, um uns eben wieder zu beleben. So, als nächstes kriegen wir gesagt, wir sollen ein Table craften. Und zwar ein Crafting Table. Und dazu sollen wir runter beamen und sollen das Material sammeln. Das nehmen wir natürlich auch mal an. Hier vorne haben wir noch sowas, da können wir Tech und Sachen printen. Dann mal die Tür aufmachen. Dann haben wir hier noch, da können wir Fuel einlagern. Darum geht's ja in dem Spiel, dass wir praktisch Fuel finden auf dem Planeten. Und hier, und das ist der Unterschied zu anderen Spielen wie Terraria und Co. Wenn wir nämlich Sprit haben, dann können wir hier landen sozusagen auf, also praktisch hier runter beamen auf, ich glaube, verschiedenen Biomen. Und dann gibt's noch, also ihr seht schon hier, ne? Da gibt's zum Beispiel Snow Bedrohungslevel 1. Das ist ein Schneeplanet. Dann haben wir hier ein Planet, das ist ein Mond. Der ist Bedrohungslevel 2. Und dann haben wir hier noch den normalen Planet, da ist Wald. Der ist Bedrohungslevel 1. Und wir können natürlich unser Schiff, wenn wir Treibstoff haben, auch hier rüber transportieren und können dann auf dem Eisplaneten Sachen suchen und so weiter. Das heißt, dieses Spiel, das hat halt riesen Karten. Wir können hier verschiedene Planeten anfliegen und so weiter. Und vor allem haben wir auch Quests und eben ein bisschen Story mit dabei. Und jetzt, ja, würde ich sagen, beamen wir uns mal runter und gucken uns mal den Planeten an, der hier anders ist wie den wir schon kennengelernt haben in meinem Staubfrei. Der ist schön grün und alles. Interessant ist hier die Sache. Green Flower, wait, no, it's blue. es sind aber wohl wirklich Pflanzen, die hier stehen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die abbauen können. Aha. Blue Petal. Also das heißt, damit können wir wohl Farben machen oder so irgendwas. Aha, Blue und Yellow Petal. Also das ist interessant, weil ich hatte noch bisher noch keine Pflanzen, die ich abbauen konnte, wo ich Farben oder sowas rausgeneriert habe. Ich hatte bisher immer nur entweder Pflanzenfasern oder Testpflanzen. Es gibt nämlich auch noch ganz schön viele Testpflanzen hier drin, die eigentlich noch gar nichts bewirken. Die man anklickt und die sind direkt weg. Und die erfüllen gar keinen Zweck oder so irgendwas. Ja, das Spiel, es macht mir unheimlich viel Fun offscreen und deshalb habe ich mir gedacht, warum kein Let's Play davon machen? Wird es ein paar Folgen geben, sieht man ja im Uploadplan, den ich da auch schon bereitgestellt habe. Ich bin böse am Abändern meines eigenen Programms diese Woche und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ankommt. Ist immer alles so eine Testsache bei mir. Entweder es kommt an oder es kommt nicht an. Wenn es nicht ankommt, ja, dann haben wir wieder einen Slot frei für irgendwas anderes, was ankommt. Schauen wir einfach mal, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr Bock habt, mir dazu zu gucken, wie ich da die Planeten erkunde und Blumen pflücke. Warum pflücke ich die jetzt? Ich brauche sie doch noch gar nicht. Na gut, weil Farbstoffe kann man nie genug haben.
Ist natürlich Blödsinn. Nee, ist einfach, weil ich Farbstoffe brauche halt irgendwann mal. Und warum dann nicht gleich mitnehmen? So, haben wir hier, ist das vielleicht eine Testflower? Testbush within. Genau. Das Ding, zack, ist weg und es gibt gar nichts. So, hier haben wir aber was Interessantes. Da ist so eine kleine Schatztruhe, glaube ich. Und die haben wir jetzt zerschlagen und haben dafür 6 Pixel bekommen. Und hier ist auch irgendwas in der Erde. Und da haben wir Kohle, da haben wir Erze und da haben wir auch irgendwas. Und dann sind hier Bäume und Bäume brauchen wir, denn Bäume geben Holz. Bin mal gespannt, was das hier für ein Planet ist, was hier für crazy Lebewesen wohnen. Und was hier sonst noch so alles ansteht. So, erstmal den Baum hier fällen. Machen wir alles mit unserem Matter Manipulator. Bis wir dann irgendwann mal die Axt haben. Mit der Axt geht es dann schneller. So, irgendwie, ich habe den Eindruck, hier sind gar keine großen Lebewesen. Also hier ist total friedlich. Habe ich den Eindruck. Ich glaube, den fäll ich mal in die andere Richtung. Kann man leichter aufsammeln als da in dem Hoch und Runter da. Ja, ich habe mittlerweile einiges zum Spiel gelernt, habe dazu auch ein paar andere Videos angeguckt von anderen YouTubern, gebe ich auch offen zu. Ist ja nicht verboten. Ich konnte halt nicht früher anfangen und bin auf kleine Problemchen gestoßen im Singleplayer. Offscreen und habe dann einfach gedacht, okay, wenn ich die Probleme schon habe, dann sollte man vielleicht die Probleme mal erforschen, wie wir die lösen. Und wenn ich die erforscht habe, wie man die löst, dann kann ich auch ein Let's Play davon machen, wo ich das dann direkt verwende. Oh, Iron Ore, das ist sehr schön. Das habe ich bisher immer gesucht, verzweifelt. Offscreen habe ich nie gefunden. Und da liegt noch mehr, das ist gut. Das werden wir mit Sicherheit auch nochmal brauchen für eine Mission. Okay, irgendwo gibt es hier Fliegen, Wespen oder sonst was. Das ist dieses kleine Gesumme. Was? Holen wir noch einen Baum hier runter? Holz kann man auch nie genügend haben. Aber okay, der fällt doch. Und fällt hier rein. Dann haben wir hier noch Kohle. Versuchen wir auch mal ein bisschen was mitzunehmen von der Kohle. Kann man auch nie genug haben. Kohle ist auch wichtige Ressource. Das Coole ist, der zieht das, soweit ich das mitgekriegt habe, auch hier raus. Das fällt nicht runter, sondern das wird in dem Strahl hier rausgezogen, wenn man es abbaut. Und damit kann man dann noch in so Lücken reinbauen, was mit einer Axt natürlich nicht geht. So, da haben wir dann doch schon einiges hier zustande gebracht. Dann würde ich sagen, bauen wir mal was. Dazu gehen wir hier ins Crafting-Menü rein und dann gucken wir mal, was wir alles bauen können. Wir hatten ja, das hier sollen wir ja bauen. Dazu brauchen wir Wooden Planks. Die haben wir noch nicht. Wir brauchen wir 35. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal 35 Wooden Planks und bauen wir ein Crafting Table. So, der ist 200 Pixel wert. Und damit haben wir auch die Mission geschafft. Ist doch auch schön. So, als nächstes sollen wir uns einen Bogen bauen und Alien Meat sammeln, was wir dann kochen können. Und das ist eine Aufgabe, da muss ich ganz ehrlich sagen, die ist hardcore. Die ist echt hardcore. Da bin ich des Öfteren schon dran gestorben. Man soll es nicht glauben, ist aber echt so. Weil dieser Bogen macht nicht so wirklich viel Schaden. Und weil der nicht so wirklich viel Schaden macht, haben wir eben das Problem, ja, dass die uns dann vielleicht fertig machen in der Zeit. So, wir gehen auch wieder hier rein, um zu bauen und gucken mal, hier müsste irgendwo ein Bogen sein. Dazu brauchen wir Pflanzenfasern. Und da haben wir jetzt wieder das nächste Problem, denn ob es die hier gibt, das weiß ich noch gar nicht. Das heißt, die müssen wir erstmal suchen auf dem Planeten. Um diese Quest zu machen, brauchen wir Pflanzenfasern. Und da müssen wir jetzt losgehen und müssen irgendwo hier
Ah, da haben wir Pflanzenfasern. Das hier, das taucht für Pflanzenfasern. Ich pack mal das Schwert aus, falls hier irgendwo Lebewesen sind, die uns vielleicht attackieren. Aha, was haben wir denn hier oben? Ist das friedlich? Ist das feindlich? Wir wissen es nicht. Wir sehen es gleich. Es ist feindlich. So, tot ist es. Das Problem ist, mit dem Bogen hätte ich das jetzt gar nicht so geschafft. Ist das friedlich? Ist das feindlich? Feindlich. Ja, und wir kriegen Hunger und wir nehmen Schaden. Und das ist auch das Hauptproblem hier. Wir brauchen ja erstmal einen Bogen. Da mal reingehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Pflanzenfasern sammeln. Na, herzlichen Glückwunsch. Traumjobs. Irgendwelche Tentakel da abzumontieren. Na komm, schon runter hier. Ja. So, da haben wir 21 Pflanzenfasern. Darüber springen. Mal Schwert auspacken. Man weiß ja nie, was noch alles gespawnt ist. So, ich hätte gern irgendwie was Friedlicheres. Was nicht so gewalttätig ist, was ich verprügeln kann, um Fleisch zu gewinnen. Weil der Bogen, wie gesagt, nichts gegen den Bogen, aber der macht nicht wirklich Bums. So, da haben wir einen gebaut. Den haben wir auch schon in der Hand. Cool. Den verschieben wir mal weiter hier vor. Glaube ich. Ah, ja, diese Pflanzenfasern, die können wir mal ins Inventar packen. Diese Farbpigmente da. Das Holz können wir eigentlich auch mal einpacken. Dort können wir einpacken. Das können wir mal hier vorholen. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ob das vielleicht nicht mehr Sinn macht. Das anders anzuordnen, um dann eventuell schneller reagieren zu können. Das heißt, also ich kann jetzt zum Beispiel hingehen, kann schlagen und kann dann rumscrollen und zeige euch eine Taschenlampe. Hervorragend. Tja. Keine Ahnung. Der Plan geht nicht ganz auf. Ja, jedenfalls haben wir hier einen Bogen und wenn ich den Bogen wegpacke, haben wir das Schwert. Also kann ich umswitchen. Das ist so mehr oder weniger Ziel und Zweck der Geschichte gewesen. So. Bauen wir das hier noch ab. Oh, da sind wieder so Viecher. Ja, im Prinzip, die müssen wir mit dem Bogen töten, dass wir Fleisch kriegen. Und das ist das Hauptproblem. Wenn da zwei sind, haben wir da ein großes Problem. Hier oben liegt Kohle direkt unterm Boden. Oh oh. Müssen die da zusammenstehen? Ja, das wird mir zu eng. Da muss ich vorsichtiger sein. Ah, da haben wir Alien Meat. Endlich, da haben wir es. Hochkonzentriert. Fast schisserhaft. So,
Dann brauchen wir natürlich, um das zu kochen, brauchen wir ein Feuer. Und, wir gehen einfach mal aufs Schiff hoch. Wow, ja. Und versuchen da mal die Sachen herzustellen. Da ist es ein bisschen ruhiger, da kommen wir ein bisschen gedämpfter rüber. Ein Bett könnten wir auch noch gebrauchen, dass wir hier oben heile, heile, heile machen. Und das sind so die Dinge, die jetzt so als nächstes anstehen. Ich muss mir da nochmal so 2-3 Gedanken zu machen, wie ich das Ganze jetzt angehe. Wie gesagt, die Quest, die wir haben, die heißt, wir sollen uns Essen besorgen. Dazu brauchen wir ein Campfire. Das Campfire brauchen wir eine Fackel zu. Brauchen wir da einen Tisch zu? Ich bin gerade am Überlegen. Probieren es einfach mal. Campfire. Tatsache. Können wir einfach produzieren. Wir haben alles dafür. Das ist natürlich noch besser. Dann machen wir ein Campfire auf dem Raumschiff. Kommt immer gut. Und da ziehen wir jetzt das Fleisch rein. Kochen das. Und wenn wir das jetzt ins Inventar nehmen, haben wir wieder eine Quest geschafft und ja, 10 Pixel bekommen und haben Fleisch. Als nächstes sollen wir jetzt aus Stein eine Furnace bauen. Damit können wir dann wieder Sachen craften. Und da ist noch die große Frage, wie wir das hinkriegen. Ob wir da alles haben, was wir dafür brauchen. Gucken wir gerade mal rein. Hätten wir genügend Sachen, um eine Furnace zu bauen? Spricht man es überhaupt so aus? Furnace? Metal Workstation. Stone Furnace. Ah, Campfire. Und wir brauchen Cobblestone. Und zwar 25 Cobblestone. Das heißt, wir müssen natürlich wieder runter. Und müssen Steine sammeln. Das ist die nächste Aufgabe. Zwischendrin werden wir immer noch hungrig. Da unten sieht man es eingeblendet. Getting packaged. Das heißt, wir müssen uns auch Nahrung beschaffen. Immer wieder. Müssen immer wieder kochen. Müssen vielleicht mal zusehen, dass wir irgendwas anbauen. Dass wir eben irgendwann satt werden. Und das ist das, was man eben aus Spielen kennt. Wie Minecraft, Terraria und so weiter. Und deshalb sagt man auch oft, dass dieses Spiel hier Star war und einfach nur ein Terraria 2 wäre oder irgendein Terraria-Klon wäre. Aber wer auf die Website vom Hersteller geht und sich dort mal durchliest, was die alles noch so vorhaben, also mit den verschiedenen Planeten, mit Technologien, mit Implantaten, die man sich einbauen kann und so weiter. Und man ist ja immer auf der Suche nach eben diesem Treibstoff und dann die ganzen Quests, die da kommen, wird das Ganze schon ein bisschen anders werden wie Terraria. Terraria zum Beispiel hat mich so ein bisschen gelangweilt, weil ich wurde in diese Welt geworfen, hatte keinerlei Aufgabe. Also ich musste nicht irgendwas Bestimmtes suchen, sondern ich habe einfach drauf losgebaut. War ein richtiges Sandbox-Spiel eben. Und hier wird noch so ein bisschen Story erzählt und vor allem kann man Universum erforschen. Und die Gegner werden immer stärker, die Planeten werden immer gefährlicher, die Ressourcen werden immer wertvoller. Es gibt Städte, in denen man handeln kann. Man kann Rüstungen färben, man kann Klamotten umfärben und so weiter und so fort. Und das alles gibt's hier in dem Spiel. Vielleicht noch nicht direkt, aber irgendwann. Es gibt hier Dungeons. Man kann hier auch im Multiplayer dann über die Dungeons durchgehen und kann dann eben, wie soll ich das am besten erklären, die Dungeons in der Vierergruppe erforschen. Das sind so die Sachen, die hier noch eingebaut werden und ich finde schon das Spiel, ich persönlich finde es momentan auf jeden Fall interessanter wie Terraria. Gut, das soll es mal gewesen sein. Hier für den ersten Part war jetzt viel Erzählerei, aber weniger Erzählerei wie in anderen ersten Parts von meinen Let's Plays. Und ich hoffe, dass es euch so viel Spaß macht, dass ihr auch beim zweiten Part wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye. Ach so, und falls ihr irgendwelche Tipps habt, immer her damit. Rein in die Kommentare, weil ich kenne das Spiel ja noch nicht. Ich bin da auf ganz viele Tipps von euch angewiesen, wenn ihr das Spiel schon ein bisschen kennt. Jetzt soll's aber gut sein. Macht's gut, bis dann. Bye bye.